Sie sind hier 28. Oktober 2018, 0.47 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dominik Bösel setzte sich gegen Enrico Körling durch Symbolbild, Urheberrecht Getty Images. Boxer Dominik Bösel verteidigt gegen Enrico Körling seinen Europameistertitel und zeigt sich nach verbalen Auseinandersetzungen im Vorfeld des Kampfes nun versöhnlich. Box-Europameister Dominik Bösel hat seinen Titel im Halbschwergewicht bis 79,37 Kilogramm erfolgreich verteidigt. Der 29-Jährige gewann am Samstagabend in der Stadthalle von Weißenfels gegen Pflichtherausforderer Enrico Körling einstimmig nach Punkten. Der Sieg im stallinternen Fight von CES Boxen war für Bösel der 28. im 29. Kampf. Körling hatte in ebenfalls 29 Profikämpfen nun dreimal das Nachsehen. Im Vorfeld des Kampfes: Ich kenne Enrico, seit ich 12 Jahre alt bin, eigentlich ist er mir sehr sympathisch, sagte Bösel im MDR, er ist ein guter Boxer, aber heute musste einer gewinnen. Ich denke, für mich stehen bald große Aufgaben vor der Tür. Im Vorfeld hatten sich beide Kämpfer noch eine Verbalschlacht geliefert. Bösel musste den ersten Kampftermin im Juni wegen einer Entzündung an der Achillessehne absagen, Körling nahm ihm die Verletzung nicht ab. Bei der Pressekonferenz vor dem Kampf mussten beide auf dem Podium durch eine Wand getrennt werden. Von Sportinformationsdienst.